Doch, ist es oben, ja. Ja, ich denke, wir können anfangen. Ich möchte erstmal Sie herzlich begrüßen zu einer außerordentlichen Pressekonferenz des SC Magdeburg. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Die Einladung war doch relativ kurzfristig. Wir möchten heute einige Dinge berichten. Ich würde einleitend gleich mit dem Stand der Lizenzierung und den Ergebnissen daraus kurz beginnen. Und dann möchten wir auch noch über das Thema Trainer, Co-Trainer und Neuverpflichtungen berichten. Ja, Steffen Stiebler, sportlicher Leiter, Bennett Wiegert, Trainer des SC Magdeburg, sind bekannt. Ich würde einfach vorschlagen, ich beginne kurz zum Thema Lizenzierung. In der letzten Woche sind die Lizenzentscheidungen getroffen worden. Der SC Magdeburg hat zum fünften Mal korrekterweise die Lizenz ohne Auflagen und Bedingungen erhalten. Da sind wir so sehr froh drüber. Das ist letztendlich nicht das Ergebnis nur unserer Arbeit, sondern eben auch der Unterstützung der Sponsoren, der Partner, der Zuschauer. Und ich glaube, dass das die Grundlage ist für den sportlichen Erfolg. Und wir werden eben auf dieser Basis entsprechend wirtschaftlich weiter agieren. Es ist extrem wichtig, dass man eben nicht über Gehaltszahlungen diskutieren muss, dass man nicht schauen muss, wo sind noch offene Verbindlichkeiten, sondern dass wir so seriös und solide weiterplanen können. Vielleicht auch eine Tendenz aus der Bundesliga, nachdem das Lizenzverfahren verändert worden ist, glaube ich, dass die 18 Bundesligisten allesamt sehr stabil aufgestellt sind und dass die Modifizierung im Lizenzierungsverfahren da ihren Beitrag zu geleistet haben, dass wir eben nicht mehr solche Dinge erleben müssen, wie es in diesem Saison leider mit dem HSV passiert ist. Ich glaube, das tut der Sportart insgesamt sehr gut. Was wir beobachten können, ist zu erwarten, ist ja, dass die Standorte Erlangen und Coburg in die Bundesliga dazustoßen. Dies verbunden mit dem Erfolg der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft. Wir haben einen Effekt auch 2007 gehabt, dass die Gehälter sich dann deutlich nach oben bewegt haben, gerade auch bei deutschen Spielern. Ich glaube einfach, dass wir mit diesen Standorten und Leipzig als wirklich sehr guter Aufsteiger dieses Jahr, möchte ich auch dazu zählen, wir kriegen hier wirklich stabile Standorte dazu, die vor allen Dingen auch wirtschaftlich in der Lage sind, relativ schnell in der Bundesliga zumindest im Mittelfeld mitzuhalten. Ich glaube, da werden die Abstände kürzer. Aus meinem Einblick, aus meiner Vizepräsidententätigkeit bei der HBL kann ich auch sagen, und das gilt auch zumindest für das nächste Jahr, sind wir wirtschaftlich irgendwo zwischen den Plätzen 5 und 8 angesiedelt. Da hat sich nichts verändert zum laufenden Jahr. Ich glaube, dass die Plätze 1 bis 3 plus einem erstarkten Melsung aufgrund der Wirtschaftskraft, die dahinter steht, dass wir uns damit nicht messen werden können. Und wir einfach versuchen müssen, aus unseren Möglichkeiten, die wir hier am Standort finden, ein paar andere Modelle zu fahren und versuchen einfach auch sportlich das Bestmögliche aus den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu machen. Dazu möchte ich noch erwähnen, dass der Dauerkartenverkauf für die neue Saison, was den Bestand angeht, nahezu abgeschlossen ist. Er ist abgeschlossen und wir haben eine Umtauschquote von 97%. Das heißt, ich glaube, bei rund 4.100 Dauerkarten, die wir im letzten Jahr platzieren konnten, haben wir momentan, ich glaube, knapp 100, die ihren Vertrag nicht verlängert haben. Das ist ein ganz wunderbares Bekenntnis, auch in sportlich bewegten Zeiten zum SC Magdeburg. Da sind wir sehr froh, dass wir auf solche treuen Zuschauerschaft zurückgreifen können. Und da sind eben auch die Neuanträge, die jetzt auch nach und nach eintrudeln, noch nicht gegengerechnet. Also wir rechnen damit, dass wir mindestens wieder auf den gleichen Dauerkartenbestand kommen wie in der laufenden Saison. Das gleiche gilt für das Thema Sponsoren und Partner, die größte Einnahmequelle, die wir haben. Auch da liegen wir momentan bereits über 90% des notwendigen Budgets. Also ich glaube, wir können wirklich sagen, dass wir stabil ins nächste Jahr gehen. Wir wissen, dass wir natürlich auch sportlich einiges wieder bewegen wollen. Diese Saison haben wir auch noch die Zeit dafür, auch die Möglichkeit und die Gelegenheit. Aber der SCM ist stabil aufgestellt und wir müssen einfach aus den Rahmenbedingungen, die wir haben, das Optimum machen. So viel vielleicht zum Thema Lizenzierung, wirtschaftliche Situation. Wenn Sie dazu Fragen haben, sehr gerne. Ich gucke in die Runde. Ja, was gut ist. Würden Sie schon sagen, in etwa Ansatz des Etats, nachdem die Fußballer heute ihren veröffentlicht haben? Ja, also ich glaube, wir haben die letzten Jahre nichts zum Etat gesagt, weil im Handball so viele Zahlen kursieren. Man kann nur eine Zahl vergleichen. Das ist, was gibt man für den Spielbetrieb aus. Also es können Etatzahlen sein. Wenn du Europapokal spielst, ist der Etat plötzlich auf der Kosten-, auf der Ertragsseite um 300.000 Euro höher, hat aber überhaupt keine Konsequenzen auf die verfügbaren Mittel. Wir haben die gleichen Möglichkeiten wie im letzten Jahr. Und wie ich das einschätze, die Zahlen sind natürlich auch uns gegenüber anonymisiert. Das heißt, ich kann jetzt nicht genau sagen, was passiert an Standorten wie Kiel oder Melsung oder von mir aus auch in Leipzig. Aber wir wissen halt aufgrund von Durchschnittsermittlungen aus der Lizenzierungskommission, dass eben auch wir in etwa zwischen 5 bis 8 einzuordnen sind.
Ja, also das Budget wird sich auf gleichem Niveau bewegen wie in der laufenden Saison. Dann eine Nachfrage. Bitte? Wenn die Fußballer jetzt für die kommende Saison 1 Million aufpacken, ja, befürchten Sie da, dass irgendwie die Luft ein bisschen dünn wird für solche Vereine, die ja doch etwas größere Ausgaben haben als so ein kleiner Dorfverein? Meinen Sie jetzt Dorfverein uns? Nein, damit, nein, oder? Nein, als eine. Ja. Sie bewegen etwas mehr. Ja, also ich denke, also ich kann sagen, dass wir jetzt im ersten Jahr, wo die Kollegen vom FCM ja auch glücklicherweise und erfreulicherweise sehr erstarkt sind, dritte Liga, super Saison spielen, dass eben die Stadt Magdeburg beides honoriert. Ich kann mir sehr gut vorstellen, was Sie sagen, dass es für kleinere Vereine schwieriger wird. Aber ich denke, dass die beiden großen Vereine in Magdeburg trotz des Erstarkens des Fußballs beide ihren Platz haben, ihr Publikum haben, ihre Zuschauerklientel haben und dass eben grundsätzlich guter Sport mit Interesse belohnt wird. Und insofern bin ich sehr froh, die Fußballer haben gestern veröffentlicht, dass alles sauber ist und bei uns ist es auch der Fall. Und das zeigt eben, dass die Region und die Stadt eben auch zwei solche sportlichen Schwergewichte verträgt. Haben Sie noch Fragen zu diesem Thema? Wenn das nicht der Fall ist, möchte ich zu den sportlichen Themen überleiten. Wir haben im Dezember letzten Jahres unseren seinerzeitigen Trainer G.S. Weinsson beurlaubt und haben Bennett Wiegert das Traineramt übertragen beim SC Magdeburg. Ich glaube, in allen Veröffentlichungen, die Sie lesen können, haben wir gesagt, es soll keine Interimslösung sein, wir planen langfristig. Und insofern können wir jetzt nach 4 Monaten sagen, dass wir mit der Arbeit sehr, sehr zufrieden sind. Steffen Stiebler wird gleich noch seine sportliche Einschätzung dazu abgeben und können Ihnen heute mitteilen, dass wir einen leistungsbezogenen 2-Jahres-Vertrag mit Bennett Wiegert geschlossen haben. Mir als Geschäftsführer war sehr wichtig, diese Entscheidung vor den Highlights, die jetzt kommen im EHF Cup und auch in Hamburg zu treffen, weil ich einfach der Meinung bin, wir haben uns jetzt 4 Monate ein Bild machen können von der Arbeit von Bennett und wir wollen das nicht in Abhängigkeit von einem Ergebnis stellen. Ganz im Gegenteil, wir wollen einfach durch die Klarheit, die wir jetzt schaffen, einfach auch nochmal der Mannschaft Rückenwind geben, Bennett nochmal das klare Signal geben, dass wir mit ihm rechnen. Und deswegen war es uns wichtig, das vor den Highlights jetzt noch zu machen, weil ich glaube, die Trainerentscheidung ist unabhängig davon zu treffen. Entweder vertraut man jemandem oder man vertraut ihm nicht. Und wir vertrauen ihm und ich würde jetzt einfach Steffen bitten, in seiner Funktion als sportlicher Leiter das auch nochmal zu beurteilen. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Marc hat es ja gerade gesagt, wir haben jetzt mit Benno einen 2-Jahres-Vertrag gemacht und haben uns halt für Benno entschieden, weil wir auch im Dezember schon davon ausgegangen sind, dass er alle Voraussetzungen mitbringt, um in der Bundesliga ein richtig guter Trainer zu werden. Natürlich braucht das alles auch ein bisschen Zeit und viel Unterstützung, aber er hat alle Möglichkeiten und wir arbeiten ja nun auch schon ein bisschen länger mit ihm zusammen, auch als Jugendkoordinator und Trainer der zweiten Mannschaft und haben da auch, ich sag mal, die sportliche und persönliche Entwicklung hautnah miterleben können und haben uns letztendlich auch im Dezember auch für die Variante entschieden. Und wie Marc eben auch sagt, die Zukunft im Dezember haben wir dort offen gelassen, um zu schauen, wie die Entwicklung ist. Und jetzt nach 4 Monaten kann man eigentlich schon ein klares Bild darstellen, dass Benno mit seiner Philosophie und mit seiner direkten Art und sehr emotionalen Art die Mannschaft erreicht hat und die Mannschaft hinter ihm steht, hinter allem, was jetzt auch neu dazugekommen ist. Nach dem Trainerwechsel passieren ja immer auch Veränderungen und man sieht es auch im Spiel, im täglichen Training. Ich bin ja nun auch bei den Spielen mit dabei, dass das eine sehr klare, strukturelle Ansprache ist mit genauen Vorgaben, was die Mannschaft auch übernimmt. Dass das natürlich nicht alles sofort funktioniert, ist auch klar nach dem bisherigen Verlauf. Aber ich denke, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und dass die Mannschaft dem auch bedingungslos folgt. Wie ich schon gesagt habe, ist das natürlich auch ein junger Trainer, der natürlich auch von unserer Seite viel Unterstützung benötigt. Und ich glaube, dass wir alle lernfähig sind, gerade in dem Geschäft, wo relativ viele Sachen auch unvorhersehbar passieren können. Und da stehen wir alle gemeinsam zusammen, ob das Thomas ist, Marc, Benno und ich. Wir gehen diesen Weg gemeinsam und wissen natürlich auch, dass es
nicht immer nur geradeaus und nach oben gehen wird. Dafür kennen wir das Geschäft zu gut. Umso wichtiger ist es natürlich auch im Hinblick auf die Etatzahlen, dass man sich natürlich auch Ziele setzt, die ambitioniert sind, die aber auch realistisch sind. Und da sind eben, ich sag mal, so eine Formulierung, wie es vielleicht vor der Saison war, wir wollen jetzt, müssen jetzt Dritter werden oder in die Champions League, relativ schwierig umzusetzen. Und da müssen wir auf dem Boden bleiben und müssen natürlich auch, wenn es halt mal vielleicht nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, unseren Weg weitergehen und den eben auch gemeinsam weitergehen. Und das wünsche ich mir halt auch von den Medien, dass wir da eben dementsprechend auch ein bisschen Unterstützung bekommen. Das wäre es von meiner Seite. Ja, dann würde ich vorschlagen, lassen wir Bennett mal zu Wort kommen. Benno. Ja, wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich freue mich natürlich sehr, weiter beim SC Magdeburg als Trainer der ersten Bundesligamannschaft arbeiten zu dürfen. Bin sehr glücklich über das Vertrauen, was ich schon die ganze Zeit auch seit Dezember über verspüren kann. Sowohl von dem Team hinter dem Team, wo ich natürlich Stabbel, Marc und auch Dirk als Präsidenten mit ins Boot holen möchte und sagen vielen Dank nochmal. Das war auch vor der Unterschrift einfach mein Gefühl. Die Unterschrift macht für mich da keinen Unterschied. Es war sogar so, das kann ich glaube ich auch ehrlich sagen, dass es für mich kein Problem gewesen wäre, damit noch etwas zu warten. Aber Marc und Steffen haben jetzt gesagt, sie wollen nochmal vor unseren Höhepunkten ein Zeichen setzen. Wollen Klarheit reinbringen. Mir gefällt dieser Begriff Klarheit sehr, sehr gut, weil es natürlich oft von außen reinterpretiert wurde, ja, es ist Unruhe da, die Spieler sind unruhig, sie wissen nicht, wie es weitergeht. Ich habe das in keiner Minute meiner Arbeit mit der Mannschaft so empfunden. Mannschaft plus Trainerteam war sehr fokussiert auf die kommenden Aufgaben. Wir freuen uns auf die kommenden Aufgaben. Wenn das jetzt vielleicht nochmal ein Prozent gibt, für das, was uns vor uns liegt, wird das helfen und das freut mich. Trotzdem wird das an meiner Arbeit nichts ändern. Ich habe in den letzten halben Monaten enorm an Erfahrung sammeln dürfen. Freue mich weiter diesen Weg gehen zu dürfen, da ich mich in diesem Job auch entwickeln werde, das auch im letzten halben Jahr getan habe. Drum ist das einfach eine runde und schöne Sache für mich. Ich bleibe trotzdem dabei, auch das wurde oft von außen reinterpretiert. Wann wird mit Ihnen gesprochen, Herr Wiegert? Wann geht es um Vertragsverhandlungen? Ich war die ganze Zeit nicht gespielt, ich war ruhig, weil ich andere Aufgaben hatte und mich auf andere Aufgaben zu konzentrieren hatte. Vielleicht auch mit dem luxuriösen Gefühl, einen funktionierenden Arbeitsvertrag in Hinterhand zu haben. Wenn das für mich mit dem 30.06. nicht weitergegangen wäre, wäre ich bei dem Verein, den ich liebe, weiter geblieben, hätte weiter gearbeitet in einer Sache, die mir auch Spaß macht. Das ist einfach so. Jetzt ist aber klar, was hier in den nächsten 2 Jahre passiert und ich freue mich auf diese nächsten 2 Jahre, ich freue mich auf die Zusammenarbeit in diesem Team, hinter dem Team und natürlich auch nah an der Mannschaft. Da ist einfach, das ist mein Gefühl, dass eine Symbiose entsteht, die passen könnte, auch in Zukunft was zu bewegen. Vielen Dank. Fragen an Bennett, an uns. Der Job des Jugendkoordinators, hast du den denn weiter parallel dazu laufen lassen? Oder? Also ich habe den ja auch parallel nicht jetzt laufen lassen, das ist also einfach nicht möglich. Ja, das ist ein vollwertiger Job, das kann man nicht nebenbei machen. Das war klar abgesteckt, dass wir gesagt haben, es gibt jetzt eine Priorität ab Dezember, die war erste Bundesliga-Mannschaft SC Magdeburg. Dementsprechend ist das einfach nicht möglich, parallel was machen zu machen. Das ist auch von der HBL so vorgegeben, dass das eine vollwertige Stelle ist. Marc wird da auch gleich noch was zu sagen in seiner Ansprache. Deswegen möchte ich da nichts vorwegnehmen. Das würde ich Marc überlassen, würde danach aber gerne noch Fragen dazu beantworten, wenn es noch Fragen geben würde. Vielleicht gleich eine konkrete Antwort. Jetzt, wo wir Klarheit haben, wie es in der Bundesliga weitergeht, wird jetzt natürlich auch in der Folge, wenn man die Treppe von oben kehrt, so möchte ich es mal sagen, ganz klar der nächste Aufgabe sein, in den nächsten 14 Tagen den Jugendkoordinator zu benennen und auch den Trainer der zweiten Mannschaft, der nach wie vor elementares Bestandteil unserer Gesamtkonzeption ist. Dass das natürlich alles Personen sein sollen, und so bauen wir das auf,
die auch Bennett Wiegert mitbestimmen soll, weil es der Unterbau ist. Wir wollen die Durchgängigkeit noch stärker machen und das müssen natürlich Leute sein, die seine Spielphilosophie umsetzen, seine Trainingsphilosophie und eben 100% dort auf Linie mit Benno arbeiten. Das sind die nächsten Aufgaben, die wir in den nächsten Tagen jetzt angehen. Termine sind gemacht und ich hoffe, dass wir da auch in Kürze was berichten können. Also Jugendkoordinator und Trainer der zweiten Mannschaft wird wieder jemand in Personalunion sein? Das streben wir an, ganz genau. Weitere Fragen an Bennett? Erstmal nicht. Ja, dann würde ich zum nächsten Punkt kommen wollen. Nicht minder wichtig ist, dass Thomas Svensson seine Tätigkeit beim SC Magdeburg fortführt. Das heißt, als wir uns entschieden haben, oder uns bestätigt gesehen haben, mit Benno weiterzuarbeiten, haben wir sehr schnell gemerkt, dass die Zusammenarbeit mit ihm und Thomas, die eigentlich täglich Kontakt haben, sehr, sehr wichtig ist. Thomas Svensson hat ja nicht nur die Aufgabe, die Torhüter beim SC Magdeburg zu trainieren, ist, wenn er in Magdeburg ist, mit auf der Bank und unterstützt uns natürlich auch massiv beim Thema Kaderplanung. Ich glaube, es gibt kaum Handballer auf der Welt, die ein derartiges Netzwerk haben, die ein derartiges Know-how und Erfahrung haben und davon können wir und natürlich auch Bennett insbesondere extrem profitieren. Was wir von Anfang an, was sehr beeindruckend war für Steffen und für mich in der täglichen Arbeit, ist eben auch die gegenseitige Akzeptanz und das Rollenverständnis und ich glaube, beide arbeiten da komplett in eine Richtung und insofern wird auch Thomas Svensson bei uns mit an Bord bleiben. Wir haben im Jahr 2017 8 auslaufende Verträge. Das heißt, neben den sportlichen Aufgaben, die wir jetzt in der Kürze zu bearbeiten haben, steht natürlich das Thema Kaderweiterentwicklung jetzt auch mit auf dem Programm, was beim Trainer, bei Thomas und bei Steffen dann angesiedelt ist. Diese Themen müssen wir angehen. Es gibt immer die Frage, wie oft ist er denn präsent? An der Präsenz wird sich nicht viel ändern. Vielleicht wird er die eine oder andere Aufgabe ein bisschen zurückdrehen. Aber ich glaube, im Jahr 2016, für die Aufgaben, für die wir ihn brauchen, nämlich auch Spieler zu scouten, das alles vorzubereiten, Spiele zu analysieren. Ich glaube, ihr habt heute schon das Eisenach-Spiel komplett zusammen analysiert. Das hat er mir zumindest am Telefon schon gesagt. Das heißt, das ist alles mit der Technik heute machbar. Um auch die Frage gleich zu beantworten, Thomas wird am morgigen Mittwoch nicht da sein können. Sein Sohn hat sich beim Fußball schwer verletzt, wird sehr wahrscheinlich operiert und wird dann am Donnerstag zum Team stoßen und dann die nächsten 10 Tage, wo es wirklich um die Wurst geht, dann auch bei der Mannschaft zu sein. Wir sind sehr froh, dass wir mit Thomas jemanden haben, der so eine Reputation mitbringt. Und ich glaube, wir haben da bei den letzten Personalentscheidungen schon profitieren können. Ich glaube, die Symbiose zwischen beiden ist einfach optimal. Würde mich freuen, wenn du zu Thomas auch noch ein paar Sätze sagen könntest. Genau, das soll auf keinen Fall untergehen. Er ist ein enorm wichtiger Bestandteil in unserem Team. Was ich immer so in öffentlicher Wahrnehmung wahrnehme, ist, nur als Torwarttrainer gesehen wird, das ist Quatsch. Ja, er hat ein vielfältiges Aufgabensystem in unserem Verein, dem enorm wichtig ist der auch für uns, wichtig für mich in der Zusammenarbeit, hat einfach einen guten Draht zu den Jungs und hilft in ganz vielen Sachen. Ich möchte einfach, dass das auch hoffentlich so öffentlich gesehen wird. Intern ist das für uns klar definiert. Jeder Spieler, da darf ich für die Mannschaft sprechen, sieht das so. Das ist ein Mehrwert, ein enormer Mehrwert für uns, den ich ungern verlieren wollte. Deswegen bin ich froh über seine Entscheidung. Das war nicht klar, ob er sagt, er entscheidet sich für den SC Magdeburg, den Weg weiter mit uns zusammen zu gehen. Ich bin da glücklich drüber, ohne Wenn und Aber. Fragen zu dem Thema? Ronny. Wie lange bleibt Thomas Svensson? Ein Jahr oder 2 Jahre? Ja, mit Thomas machen wir immer Jahresverträge, das ist klar. Aber die Zusammenarbeit ist genauso langfristig angelegt. Also, ja, das war die Personalie Thomas Svensson und da passt ganz gut dazu, dass Benno und Thomas und natürlich auch mit Unterstützung von Steffen, dass wir heute noch eine weitere Neuverpflichtung bekannt geben können. Daniel Pettersson vom schwedischen Erstligisten Guif wird für 2 Jahre zum SC Magdeburg wechseln. Wir haben die Situation, dass wir auf der Rechtsaußenposition momentan mit Robert Weber ins Rennen gegangen sind und haben dann nach interner Absprache einfach auch die Entscheidung getroffen, dass wir auf der Position, gerade wenn wir nächstes Jahr wieder die Möglichkeit haben, in 3 Wettbewerben zu spielen, ERF Cup ist ja nach wie vor möglich,
dass wir einfach die Belastung da breiter verteilen wollen. Und ich würde einfach Benno nochmal bitten, vielleicht auch noch was zu dem Spieler zu sagen, wie wir zu der Entscheidung gekommen sind. Ja, wir haben mit Daniel Pettersson einen jungen Spieler aus Schweden verpflichten können, der Potenzial hat und mit seinem jungen Alter schon über enorme Erfahrung verfügt. Er spielt schon knapp 5 Jahre erste Liga in Schweden, hat schon internationale Einsätze hinter sich. Ich glaube, ich muss kein Geheimnis draus machen, dass wenn Robert Weber in unserer aktuellen Saison was passiert, ich Bauchschmerzen bekommen würde. Das ist die Position, die ich nicht adäquat ersetzen könnte. Da es Perspektivspieler noch nicht über die Erfahrung verfügen, diese Lücke zu schließen. Drum bin ich glücklich, da einfach für Entlastungen zu sorgen und auch Belastung von Robert zu nehmen. Ich glaube nicht, dass wir einen Spieler verpflichtet haben, der jetzt schon diese Qualität von Robert Weber verfügt. Das war auch nicht Anliegen. Es ging allein darum, um Belastung zu verteilen, vielleicht hoffentlich für 3 Wettbewerbe gerüstet zu sein. Wir haben einfach auch eine Verantwortung der Mannschaft gegenüber. Ich möchte keine Worst-Case-Szenarien durchspielen in meinem Kopf, aber ich glaube, wir haben das auch in der Saison, ich kann mich an Barling erinnern, mitbekommen. Wenn was passiert, ist diese Position derweil Stand ist. Nicht zuletzt in alle anderen Positionen haben wir einen sehr ausgeglichenen, sehr homogenen Kader. Das wird sich jetzt im nächsten Jahr ändern. Wir haben dann eine Alternative auf rechts außen dazu gewonnen und freuen uns einfach auf einen jungen Kerl, der richtig Bock hat, Bundesliga zu spielen. Er ist 23 Jahre alt, Daniel Pettersson, hat im Jahr 14-15 ERF Cup gespielt, 49 Tore gemacht, Melsung und Hamburg, kann da ein Lied von singen. Vielleicht Benno auch nochmal die Alternativen bei den Youngsters, haben sich so nicht ergeben, zumindest noch nicht auf dem Leistungsniveau. Ja, wir haben bei den Youngsters gute Jungs, wir haben mit André Zech jemand, den wir letztes Jahr im Profikader mitgenommen haben, der sicherlich mehr Anteile bekommen sollte, lange Verletzung hinter sich hatte, Schwierigkeiten hatten nach der Knie-OP wieder reinzufinden. Wir schmeißen André Zech nicht weg, das ist nicht falsch zu verstehen. Ich sehe das eher so, dass wir André Zech schützen, ja, nicht zu viel von ihm verlangen, ihm weiter versuchen, behutsam in der zweiten Mannschaft aufzubauen. Und dann wird sich gucken, das ist halt Leistungssport, wer der stärkere Spieler ist. Ja. Es ist eine Entscheidung einfach zur Absicherung unseres Premiumsprodukts erste Bundesligamannschaft. Das ist keine Entscheidung gegen André Zech oder vielleicht auch gegen Nico Richter, der noch ein Jahr jünger ist und vielleicht noch ein bisschen länger braucht. Wir haben die beiden auf dem Schirm. Ich besonders, ich komme aus dem Nachwuchs, ich kann sie, glaube ich, auch ohne anmaßen zu sein, relativ gut einschätzen. Hervorragende Handballer, gute Menschen. Aber wir sind im Leistungssport und wir wollen eine wettbewerbsfähige Mannschaft stellen. Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht und das ist keine Verpflichtung aus dem Bauch heraus. Das ist eine professionelle Entscheidung, die wir getroffen haben. Ich glaube auch, dass die nachvollziehbar ist für alle Beteiligten. Fragen zu der Personalie? Wenn das nicht der Fall ist, ist dann mit der Personalie Daniel Pettersson. Also wie ich das schon habe, in den Tschech, wenn dazwischen, ja. Bleibt aber beim SC Magdeburg. Ja. Ja, hat auch Vertrag noch nächstes Jahr, genau wie Alexander Saul, der, wir haben nächstes Jahr 4 Linkshänder in der Bundesliga und André Tschech und Alexander Saul sind die beiden, die natürlich dann auch die Position absichern. Wir haben eine Vorbereitung, wo viele Spieler bei Olympia sein werden, wenn wir sie intensiv brauchen, davon werden sie profitieren. Definitiv werden beide nächstes Jahr in Magdeburg spielen. Wir haben gesagt, dass diese zweite Mannschaft halt einfach ein wichtiger Baustein in unserem System bleibt. Und das ist nicht irgendwelche Notnagel, es ist einfach ein gutes Gefühl. Und nicht nur für einen Trainingsbetrieb, sondern auch für einen Spielbetrieb. Passiert einen von beiden was, Daniel Pettersson oder Robert Weber, haben wir adäquaten Ersatz aus den eigenen Reihen und sind nicht auf Fremdverpflichtungen angewiesen, müssen auch eine Hierarchie machen, nur können das aus unserem eigenen Nachwuchs lösen, der weiterhin stark ist und stabil ist, was uns bewusst ist, wo wir auch vermehrt Augenmerk darauf werfen werden. Ja, an dieser Stelle auch nochmal Glückwunsch nach Dessau an die Kollegen, an Uwe Jung, Andreas zum Aufstieg in die
in die zweite Liga. Wir können das nur begrüßen, wenn wir einen weiteren Standort in Sachsen-Anhalt haben und hoffen, dass das auch langfristig so bleibt. Die Personalplanung sind dann mit der Personalie Pettersson fürs nächste Jahr abgeschlossen. Und mir bleibt zum Schluss eigentlich noch zwei Hinweise. Morgen Flensburg, 19 Uhr, im Anwurf Bundesliga-Heimspiel live auf Sport 1 zu sehen. Wir haben aktuell knapp 6.400 Karten verkauft. Das sind also noch so an die 80 Sitzplätze und der Rest sind Stehplätze, 600-700 Stehplätze zu erwerben. Also auch wieder volle Hütte. Auch das ist ja sehr bemerkenswert, dass wir doch bei einer durchwachsenen Bundesliga-Saison den Zuschauerschnitt nochmal um rund 200 steigern konnten. Da sind wir sehr, sehr dankbar für und das gibt uns ein gutes Gefühl und gibt auch ein stabiles wirtschaftliches Bild. Und ein Hinweis noch, ERF Cup Göppingen nächste Woche Mittwoch, 27.04. 19 Uhr ebenfalls der Anwurf. Der Umtausch sozusagen für den Dauerkartenkunden ist abgeschlossen. Wir haben von den 4.000 Dauerkarten 2.500 Umtauscher gehabt. Das heißt, der freie Verkauf geht ab heute los. Und wir hoffen natürlich, dass wir mit Unterstützung des Publikums auch wieder auf eine stattliche Zuschauerzahl kommen. Wir sind momentan im ERF Cup, glaube ich, am Platz 3, was die Zuschauerzahl angeht. Und wir haben die große Chance, zum ersten Mal zum Final Four im Europapokal zu kommen und hoffen natürlich da auf breite Unterstützung. Und wie gesagt, ab heute freier Verkauf. Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Ich gucke nochmal in die Runde. Ja, weil das Spiel für morgen nochmal aufgeführt wurde. Gerne. Gibt es gerade in Personalstand, gibt es Verletzungen, gibt es Schwierigkeiten, gibt es Hoffnung? Klar gibt es Hoffnung. Natürlich gibt es Hoffnung. Nein, wir sind in der glücklichen Lage und bitte, es soll so bleiben, die 15 Spieler, die im Profikader stehen, zur Verfügung zu haben. Das heißt, es gibt wieder eine schwere Entscheidung für mich, weil ich kann nur 15 Spieler aufstellen, ein bisschen rumspielen mit Passiv vielleicht, jemanden zu lassen. Ich möchte diese schwere Entscheidung bitte bis zum Ende der Saison treffen sollen. Marco Bezsák hatte leichte Wehwehchen aus Eisen nach mitgekommen. Wir haben Eisen nach keinem Risikoeingang, ihn weiter spielen zu lassen. Das Bild, was ich gestern im Training gesehen habe, ist gesund, ist fit. Ich sehe keinen Grund, ihn schonen zu müssen. Nein, wir werden morgen wieder alles reinschmeißen, um uns Sicherheit zu holen. Und ich meine, das sage ich auch nicht zum ersten Mal. Sicherheit bekommt man mit Erfolg. Vielleicht auch eine Selbstverständlichkeit, im Gewinn reinzubekommen. Dass das morgen eine ganz schwere Aufgabe werden wird, das brauche ich auch keinem zu erzählen. Für Flensburg ist jedes Spiel in der Liga jetzt ein Endspiel um ihr Ziel Deutsche Meisterschaft. Wir werden sie versuchen, etwas zu ärgern morgen. Okay, aber dann kommen die ganz harten Dinge, die auch für den SC Magdeburg richtig relevant sind, ERF Cup und Final Four. Wie sieht da eigentlich der Fahrplan aus? Wann werdet ihr hier sein? Wann werdet ihr reisen? Wie wird das Training kursiert? Weil das ist ja, jetzt sagen wir mal, es geht ja um alles. Richtig. Das sind Endspiele, aber das sind auch das, wo sich Sportler und den Niveau darauf freuen. Ich sage mal jetzt, Jungs, jetzt geht es darum, auch Freude zu zeigen, sich auf diese Aufgaben zu freuen. Die große Kunst von meiner Seite aus wird sein, die Periodisierung, die ich aber seit Wochen schon getroffen habe, jetzt auf den Punkt zu bringen. Da geht es aber nicht um Rotation, um irgendwas reinzuschmeißen. Wir sind in diesen Wochen jetzt zu Hause. Vor Dezember haben wir schon Mittwoch, Samstag, Mittwoch, Samstag, Mittwoch, Samstag gespielt. Ist immer wie ein großes Turnier, kann man mit Weltmeisterschaft, EM, mit Olympia vielleicht nicht, aber vergleichen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass meine Mannschaft sich in dieser Rolle wohlfühlt. Nicht so viel mit mir trainieren zu müssen, sondern mehr von Spiel zu Spiel zu gehen. Und dann noch solche Spiele zu wählen, so große Ereignisse, wo uns bewusst ist, um was es geht oder was wir erreichen können. Umso besser. Ich habe das Gefühl, dass nicht bloß ich, sondern das ganze Team sich auf jetzt die kommenden Wochen, auf diesen Monat sehr, sehr freut. Also Wolfram, konkret zu deiner Frage, Steffen. Organisatorisch wird es so aussehen, dass wir am Freitag nach Göppingen fliegen werden, haben dann Samstag das Spiel, werden nach dem Spiel direkt wieder nach Stuttgart fahren und zurückfliegen, sodass wir dann noch einen Tag mehr Regeneration haben. Göppingen wird dann am Dienstag anreisen, Mittwoch ist dann das Spiel und am Freitag fahren wir dann wieder nach Hamburg, werden dort eine Trainingseinheit absolvieren und Samstag dann gegen den Bergischen HC spielen. Das ist der organisatorische Fahrplan, den wir jetzt haben.
Sofort Samstag anfangen. Also wir haben das erlebt, jeder weiß noch, wie wir in Barcelona bei Granollers aufgetreten sind. Das lag einfach unter anderem auch daran, wir kommen nach 7 Stunden Busfahrt aus Berlin, glaube ich, Donnerstag früh zurück, fahren Freitag morgens um 3 wieder zum Flughafen und wir müssen einfach gucken, dass wir jetzt in den 10 Tagen, wo es wirklich um alles geht, auch von unserer Seite organisatorisch alles so vorbereiten, dass wir zumindest optimale Rahmenbedingungen schaffen können. Ja, ob das dann am Ende zum Erfolg führt, was wir alle hoffen, müssen wir sehen, aber wir müssen einfach in diesen 10 Tagen maximale Regeneration ermöglichen, damit wir das Optimale sportlich rausholen können. Prima. Ich gucke in die Gesichter. Keine Fragen mehr. Dann vielen Dank und ich denke, wir möchten das eine oder andere Einzelgespräch führen. Sehen wir uns morgen Abend zum Spiel gegen Flensburg. Vielen Dank.